Hallo, heute habe ich nochmal ein Video für euch zur Demo in Leipzig, was mir zugespielt worden ist. Aber das Video erscheint deswegen einen Tag früher, weil ich euch unbedingt bitten will, morgen ab 9 Uhr nach Berlin vor den Reichstag zu kommen, weil ja das dritte Infektionsschutzgesetz abgestimmt wird. Und da werden wirklich ganz, ganz viele Grundrechte, also aus diesen ersten 20 Artikeln des Grundgesetzes, dauerhaft eingeschränkt per Gesetz, sodass wir uns nicht mehr über Klagen eigentlich wehren können, wenn das denn durchkommt. Also wir müssen was tun. Ihr könnt auch alle Abgeordneten anschreiben, besonders eure eigenen in eurem Bezirk halt. Das habe ich halt auch schon gemacht, um da zu helfen. Aber jetzt denke ich mal, ist bloß noch, packt eure Sachen, fahrt nach Berlin und demonstriert mit. Und jetzt halt eine Sprachnachricht, die mir zugeschickt worden ist. Die Identität ist mir bekannt, aber die wurde verfremdet, weil die halt Angst vor der Antifa hat. Und auch noch ein paar Szenen, die sie da aufgenommen hat, um da nochmal so ein Bild zu schaffen. Weil er immer gesagt wurde, der wäre ein Rechtsextreme, der Boris Reitschuster.de kann ich euch da auch empfehlen. Im Grunde genommen wurde der entweder eingeschleust oder wir hatten Gewalt durch Gegendemonstranten. Und wir werden so diskreditiert und deswegen mache ich hier diese Videos. Viel Spaß beim Zugucken. Ich war am 7.11. in Leipzig zur Querdenken-Demo. Ich war 11:30 Uhr dort angekommen, 16:30 Uhr wieder in den Zug geklettert. Heute ist ein Tag danach und ich muss niedersprechen, was ich da beobachtet habe. Ich bin jetzt so bewusst dorthin alleine gefahren, weil ich gerne Sachen beobachte und für mich werte, ohne dass die für mich durch öffentliche Medien gewertet werden. Ich war also circa 11:30 Uhr auf dem Augustusplatz, habe da beobachtet, wie zum Zeitpunkt des Starts der Demonstrationen auch dringend darauf geachtet wurde, dass die Abstände passen. Und es gab mehrere Ansagen, dass Menschen unter den Zuschauern ihre Maske bitte aufsetzen. Für mich ist das ein verständlicher Hinweis, weil wenn daran das Stattfinden oder Nichtstattfinden einer Demo sich scheidet, dann tue ich den Veranstaltern natürlich den Gefallen und setze eine Maske auf. Es war dann irgendwann so, dass es wirklich nicht mehr möglich war, die Abstände zu halten. Also es war eine ungesehene Menschenmasse. Die ganze Stadt war mobil. Man hat dann immer weiter auf zusätzliche Veranstaltungsflächen verwiesen, wo es auch Lautsprecher gibt. Und nach der dritten Durchsage, dass sich das nochmal ein bisschen entzerrt, um die Abstände zu wahren, sind dann letztlich die Vernünftigen auf die Ausweichflächen ausgewichen. Es gab dann wahrscheinlich verbleibend nur noch die, die auch die Maske verweigert haben. Und letztlich war das eine Geschichte, die war logische Konsequenz einfach, weil sich ja die Polizei sich auch ja irgendwo Respekt verschaffen muss. Das war aber kein Akt gegen die Demonstranten. Und das kann ich nur noch mal bestätigen, weil ich dann auf eine Ausweichdemo, also es gab ja 7 verschiedene Stellen in Leipzig und ich habe dann also im Rücken vom Augustusplatz durch den Park gelaufen, noch eine zweite Bühne entdeckt, wo also zum einen Kinder mit Gitarren sangen und eben auch eine Ärztin sehr, sehr gut über ihre Auffassung zum Coronavirus wiedergab. Und letztlich ist das auch das Prägende, was ich gestern in Leipzig gesehen habe. Denn das war eine Bühne, die musste massiv geschützt werden durch Polizei mit Helmen und Schildern vor der Antifa. Also man muss sich das so vorstellen, es gab dort wenige Zuschauer, wahrscheinlich schon auch aus Angst motiviert, eingekesselt von der Antifa, die also mit ihren Sprüchen lautstark das Programm gestört haben. Also immer wieder, halt die Fresse, halt die Fresse. Und dann sind sie mit einem roten Plakat Richtung Bühne gezogen, in einem Pulk von Linksextremisten, schwarz vermummt, und haben dann nachmittags, 2:30 Uhr würde ich jetzt sagen, massiv diese Demonstration gestört. Das Transparent war rot und stand drauf, Leipzig bleibt rot. Ich habe dort Angst gehabt und habe Gänsehaut auch gehabt. Also das ist tatsächlich die Bitte, das ist unsere Veranstaltung und ich möchte, dass dieses Plakat, was da gerade steht, dass es bitte runtergenommen wird. Und wir haben spontan Simone mit einer weiteren Botschaft für die Liebe und für Frieden. Bitte. Das ist
für mich deutlich geworden, dass es dort in Leipzig noch eskaliert. Und ich glaube, dass diese vielen friedlichen Menschen auf dem Augustusplatz das gar nicht mitbekommen haben. Ich habe dann 16:30 natürlich einen Zug beklettert in einem unguten Gefühl. Und wenn man heute die Videos sieht, dann war das auch gut so. Letztlich ist es so, dass meine Beobachtung war, dass es dort als einzig störende Gruppe die Linken gab, also die extrem Linken. Und ich habe ein Riesenproblem damit, dass Deutschland mittlerweile nur noch in links und rechts eingeteilt wird und dass man die Linie dort zieht, wo diese Leute aufeinanderprallen. Also es gibt eine ganze Menge von vernünftigen Menschen dazwischen. Und ich verbitte mir das, nur weil ich nicht auf dieser Seite dieser radikalen Linken stehe, dass ich rechts gewesen sein soll. Und ich hoffe einfach, dass die Vernunft in alle Leute einzieht und jetzt hier nicht die Polizei, die belackmeierten sind. Letztlich war das eine angekündigte Demonstration von normalen Menschen und die gab es dort gestern auch zu Tausenden. Und wenn dann ein paar richtig dumme Rechte, wobei ich die nicht gesehen habe, das schiebe ich jetzt nochmal ein, auf richtig dumme Linke trifft und die habe ich gesehen, dann muss die Polizei deeskalierend eingreifen. Dass die jetzt wieder unter Schimpf und Schande stehen, ist eigentlich ganz, ganz böse. Dankeschön. Demokratisches Land und ich habe die Bibel gelesen.